gute Besichtigung haben wir jetzt hinter uns, die zwei. Insgesamt haben wir jetzt, Anfang September, waren es schon über 100 Besichtigungen. Über 100. Warum haben wir so viele Besichtigungen gehabt? Ja, ihr seht, das Haus ist sanierungsbedürftig, sehr alt, Baujahr Ende 1800, das ist schon ca. 120, 130 Jahre alt. Wie gesagt, ich werde alles weiterhin versuchen, weil aufgeben gibt es nicht. Aufgeben tut man einen Brief. Es gibt nur zwei Varianten, entweder brennt das Haus ab oder ich verkaufe es. So, meine Damen und Herren, mein Name ist Sandro Giuliano und herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsausflug. Ja, reinspaziert. Ja, wir befinden uns hier im ersten Wiener Gemeindebezirk. Offenen Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Ja Leute, wir sind jetzt bei der letzten Veranstaltung des heutigen Tages. Am Vormittag waren wir ja in der Wohnung mit Max Röder, haben fest fotografiert. Am Mittag und am Nachmittag waren wir in Stockerau, haben besichtigt. Ja, und jetzt sind wir noch bei der letzten Veranstaltung. Das ist jetzt Meet Gernot Blümel, also quasi eine Veranstaltung von einem Wiener Politiker. Wird sicher sehr interessant, schauen wir es uns einfach mal an. Kommt's mit. Da haben wir es in einer sehr schönen Location. Die Prater Sauna. Gar nicht gewusst, dass es da so schön ist im Sommer mit Pool, mit Liegen. Aha, nette Mädels, charmante Damen. Machen ein bisschen Werbung für den Herrn Stadtrat. So. Und schon wieder am Flirten da. Am Abend ist natürlich auch zugleich das heutige Feierabendbier. Muss auch mal sein. Prost, meine Herren. Grüß dich, jetzt weiß ich. Okay. Herr Blümel, wie grüßen Sie? Hallo, servus. Grüß Gott, Stallmann Sandro. Neben mir der Lukas Blöchel, a.k.a. Wendja. Ich schätze mal, den Lukas wird jeder von euch kennen. Er ehemaliger Tracksheeters-Star, Casting-Teilnehmer, Helden von morgen. Erfolgreich ist ein dehnbarer Begriff für jeden, aber ist wahrscheinlich Erfolg was anderes. Das Mainstream-Denken ist ganz sicher, irgendwann also viel Geld zu verdienen, bekannt, berühmt. Das ist eben die Frage, mit der ich sehr kämpfe. So, was will man denn auf der Welt? Warum will man das? Mein Ziel, ernsthaft in Frage, weil ich habe was gefunden, was ich voll liebe. Gewisse Lebensziele, die ich erreichen will. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass ich das schaffe, wenn ich einfach das nötige Selbstvertrauen aufgebaut habe. Aber das war ein jahrelanger Prozess. Lesen hat mir extrem geholfen, Bücher lesen. Also die Gesetze der Gewinner, Bodo Schäfer, Dr. Joseph Murphy. Ich begrüße euch zum zweiten Q&A Live-Video mit Profilerin, Senatorin und Buchautorin, Bestseller-Autorin Patricia Staniek. Herzlich willkommen, Patricia. Hallo. So. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Einfach mal kurz vorstellst, da meine
Facebook-Gemeinde, wer du bist, was du machst, etc. Also es gibt Menschen, die haben Probleme. Es gibt Menschen, die haben Probleme unterschiedlichster Art. Ja? Das ist zum einen mal, dass es Menschen gibt in Spitzenpositionen, in Führungspositionen, die einfach einsam sind und niemanden haben, mit denen sie über die Probleme reden können oder die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit sich die Probleme lösen. Und es ist zum einen meine Aufgabe, genau diesen Menschen ein Sparring-Partner zu sein. Das heißt, ich bin Executive Coach für Menschen, die sich im Business befinden. Ich meine, es ist ja so, die Emotion kann man ja nie hundertprozentig ablegen. Mir geht es zum Beispiel oft so, ich sage ja, bei mir, ich will sehr hoch hinaus. Wie weit wären wir erfolgreich, wenn wir keine Misserfolge hätten? Heute geht's nach Salzburg, in die Salzburger Innenstadt, weil ich dort heute einen wichtigen Termin habe mit TV-Senderbossen aus Österreich. Ja Leute, wir befinden uns hier jetzt in der Hotellobby. Es geht gleich los. Präsentation Mr. Immo mit den TV-Produzenten. Ja, jetzt mittlerweile ein bisschen aufgeregt, ein bisschen angespannt, aber ich freue mich, dass es gleich losgeht und ja, jetzt ist nur noch Focus. Ja, begrüße Sie. Mein Name ist Sandro Julian Stadelmann. Ich bin gelernter Immobilienmakler, auch gelernter Schauspieler, habe in Wien Schauspiel studiert. Bin jetzt mittlerweile 3 Jahre in Wien und habe vor 3 Jahren die Idee gehabt zum neuen TV-Format. Ich habe mir gedacht, wie kann ich meine Leidenschaft Immobilien und die Schauspielerei verbinden. Habe dann die letzten 8 bis 12 Monate an einem TV-Format geschrieben mit einem befreundeten Drehbuchautor. Das haben wir jetzt dann zu Papier gebracht vor einem halben Jahr. Dann haben wir gesagt, okay, nur die TV-Konzeptmappe reicht uns nicht. Wir brauchen eine Pilotfolge, wir wollen damit ins Fernsehen. Wir wollen ein bisschen den Comedy, ich sage einmal, die Comedy-Serie in Österreich wieder irgendwo einführen. Weil wir wissen, glaube ich, alle, es gibt in Österreich ziemlich viel Crime, Cop-Stories, Soko Kitzbühel etc. Comedy ist nicht wirklich was da. Und da haben wir gesagt, wollen wir anpacken. Ich bin die Sekretärin, / Empfangsdame und begrüße die Leute. Bin der erste Eindruck vom Büro und hoffe, das mache ich gut. Wenn der Sandro nicht da ist, ich bin quasi wie Chef. Also ich erledige sehr viele Aufgaben, weil ich habe in Georgien Jura studiert, also ich habe einen Magistertitel. In Österreich wäre das nicht ganz anerkannt, aber habe ich. Also ich bin ja mehr so die für die Zahlen, ne? Passt da unterm Strich immer der Umsatz, das ist so meine Aufgabe hier. Also Wohnungen an den Mann bringen, das bin ich nicht. Nee. Also. Man strampelt sich ab, man kämpft, man probiert, man vermietet, dann wieder nicht, dann verkauft man, dann lernt man wieder extreme Idioten kennen, aber schlussendlich sind dann wieder sehr schöne Momente dabei. Leg mal los! Jawohl, das war es soweit. Also wir haben da noch ein bisschen mehr Material, aber ich würde sagen, Sie haben jetzt einen Einblick bekommen in das Ganze. Bei Bedarf kann ich das an jeden noch weiterschicken per E-Mail. Ja, ich glaube, Sie haben gesehen, es ist bunt durchgemischt. Und wir glauben, dass gerade das eben den Nerv vom Zuschauer trifft, weil wir eben so viele Zielgruppen abdecken. Zum einen aus der Immobilienbranche, aus der Wirtschaft, Neugierige, eben das ganze Klientel, also die ganze Zielgruppe, die Mieten kaufen, wohnen schaut, aber auch Leute, die Comedy begeistert sind. Also, von wem ist das Buch? Das habe ich zusammen mit dem Reinhard Astleitner ausgearbeitet. Der hat Drehbuch studiert an der Filmakademie in Wien.
ist Drehbuchautor, der Regisseur, der viel Theater gemacht. Ja, der ist Profi. Also der, und ihr habt das Buch für wie viele Folgen? Oder? Zwei Folgen haben wir jetzt einmal. Wir haben gesagt, okay, das nächste, also wir haben auch nicht unendlich Zeit, ich mache auch mehrere Projekte noch und habe jetzt auch nicht unendlich Zeit, dass ich ohne Budget Presented Mr. Emo in front of 25 TV producers from Austria. I'm super, super pumped! Wow. Auf uns gewartet und wir haben uns halt vorgestellt, die haben relativ blöd geschaut, dass ich mit meinem eigenen Kameramann komme und da film. Und dann haben wir gefragt, ob es in Ordnung ist. Und ja, dann habe ich gesagt, hat keiner aufgezeigt. Dann habe ich gesagt, ja, ihr seid alle Leute vom TV, ihr müsst es gewohnt sein. Ja, und dann habe ich halt einen Laptop rausgeholt, habe ein paar Szenen gezeigt von der Folge von Mr. Imo und dann noch ein bisschen eine kurze Präsentation, kleine Moderation über das Ganze erklärt. Und am Schluss haben wir dann noch diskutiert, was wir machen können, mit welchem Budget etc. Aber war super. Also ich, vor 25 Leuten da präsentieren, das war schon wieder mal ein besonderes Erlebnis. Sehr schöne Architektur da in Salzburg. Kein Wunder, dass das noch nach Wien die Touristenhochburg ist. Also kann ich verstehen. Also ich bin jetzt so das erste Mal in der Salzburger Innenstadt, in der Salzburger Altstadt. Gefällt mir irrsinnig gut. Wirklich sehr toll, atemberaubend. Die Architektur, also ich als Immobilienfreak, als Immobilienfanatiker, wahnsinnig toll. Liebes Publikum, einer meiner Verbündeten da in Salzburg, wir haben uns kennengelernt bei der Mist Austria-Wahl, haben gleich eine Chemie gefunden, sind seitdem sehr gut befreundet, haben in Wien einen Schauspielkurs zusammen gemacht und er ist nicht einer, der lang redet, er ist ein Macher. Er fährt in der Nacht Taxi, dass er sich die Schauspielerei finanzieren kann und er will auch nach Hollywood, er will ganz nach oben wie ich und deshalb ist er einer der Verbündeten und einer, der es auch schaffen wird, weil er den nötigen Willen hat, den es dazu braucht und die Motivation und das wird was. Er ist ein Typ, er schaut super aus, Inder, aber ein irrsinnig europäischer Typ, also das gibt schon was her. Auf jeden Fall. Du kennst es ja so, unsere Generation hat die Welt bisher auf den Kopf gestellt, positiv. Unsere Generation, Mark Zuckerberg mit Facebook, wenn es Facebook nicht geben wird, dann wäre die Welt um einiges anders, wie es jetzt ist. Die ganzen Programmierer von WhatsApp, von Snapchat, Instagram, Uber. Das ist alles unsere Generation, die Welt positiv verändert hat. Und wir können da teilnehmen, weil wir sind die erste Generation, wo auch als junge Menschen ernst genommen werden. Weil sehr wohl die ältere Generation weiß, die Jungen haben das drauf, die sind aufgewachsen mit Computern, mit Internet, die haben das drauf, will den österreichischen Immobilienmarkt revolutionieren. Ich will das brechen und endlich was Ähnliches machen wie Uber. Wie Uber mit Taxis, sowas werde ich mit Immobilien machen. Wird vielleicht der nächste Mark Zuckerberg aus Österreich. Hallo Leute, Sandro Giuliano hier. Wir befinden uns gerade hier im neuen Bodycult Store in Voitsberg. Neueröffnung nächste Woche am 23. September, 18.30 Uhr, kommt vorbei. Meine liebe Sophie, schon top motiviert. Was sagst du, nächste Woche Eröffnung? Schon nervös? Ja. Aufgeregt? Ha? Die liebe Sophie. Wird super. Ja, wird super. Alle top motiviert. Wir sind jetzt da noch ein bisschen am Vorbereiten, die letzten Vorbereitungen noch treffen, also ein bisschen positionieren. Schaut vorbei. 23. September, Freitag, 18.30 Uhr. Wir sehen uns.